Hallo meine Lieben, herzlich willkommen hier zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena. Leute, wir wollen mal schauen, was könnte dich in den nächsten 24 Stunden erwarten. Ich sage immer kann. Ja, warum? Weil es kommt auf die jeweiligen Energien an, auf eure Resonanz, auf eure Wahrnehmung und auf eure Bereitschaft, Dinge auch wirklich anzunehmen. Was kann passieren? Yes, Honey. Wir haben schon mal für einige von euch, wo es um die Finanzen geht. Regulierungen von Finanzen, Klärungen der Finanzen, Vertrauen darauf, dass das, was finanziell am Start ist, okay, sich klären wird. Vorsichtig aber auch, für die einigen kann in den nächsten 24 Stunden finanzieller Natur etwas aus der Vergangenheit zurückkommen, etwas Konfliktives, etwas, was noch nicht ganz bereinigt ist. Wenn wir mit Finanzen nichts zu tun haben, heißt das, du wirst gezwungen vom Leben, dich anzustrengen. Emotional, mental, auf der Arbeit, in den Finanzen, wirklich nach vorne zu blicken, deine Unzufriedenheit in den nächsten 24 Stunden ein bisschen zurückzustufen oder anzugehen, ja. Erinnerungen aus der Vergangenheit kommen hoch, Erinnerungen von besseren Zeiten, Erinnerungen von Situationen, die du vielleicht gelebt hast. In den nächsten 24 Stunden werden wir Stier, Jungfrau, Steinbock Thematik haben mit Finanzen, Stabilität, Ordnung, Disziplin, weitermachen. Löwe, Schütze und Widder. Das geht für alle, aber gerade diese Energien, die ich gerade betone, haben noch mehr Ansprüche in den nächsten 24 Stunden, okay? Viele von euch werdet ihr eine Entscheidung treffen, jemanden zurückzulassen, etwas zurückzulassen. Jemand wird vor allen Dingen aus der Vergangenheit nochmal schmerzhaft auftauchen können. Oder auch nicht schmerzhaft, okay? Du darfst aber auch manifestieren. Das heißt, die nächsten 24 Stunden, gerade für Löwe, Schütze und Widder, werden eine Entscheidung zu treffen sein, bewusst und unbewusster Natur, wo es darum geht, etwas zu erreichen, etwas zurückzulassen, zu manifestieren oder durch den Schmerz hindurchzugehen. Okay? Wow, finde ich echt mega schön. Andere unter euch, habt ihr natürlich auch in den nächsten 24 Stunden ein Thema mit dem Vertrauen, mit der Bereitschaft, die sich aufzeigen wird. Viele von euch werdet ihr wundervolle Momente haben können. Auf der Arbeit einen schöneren Flow, ja. Stabilität, Sicherheit, Harmonie, Power, Leidenschaft. Alles das ist gegeben in den nächsten 24 Stunden, wenn ihr auch bereit seid zu sagen, ja. Ich bin ein Vollpfosten, aber ein genialer Vollpfosten. Ja, ich habe so viel überstanden. Oh Gott, ich genieße es. Egal, was mit Erkrankungen zu tun hat. Egal, was mit Vorsicht zu tun hat. Egal, ob deine innere Stimme dir sagt, hier ja, hier nein, ja. Höre darauf. Den Verlust, den du erleiden kannst, ja. Diesen Konflikt vielleicht auch. Es ist okay, es darf sein. Die nächsten 24 Stunden geht es nicht darum, happy zu sein, Sex zu haben, ja, im Lotto zu gewinnen. Die nächsten 24 Stunden bedeuten Ordnung, Klarheit, Reife, Erfolg, Ausdauer, bessere Bereitschaft zu haben, okay, das Schicksal anzunehmen, diszipliniert in eine wundervolle Energie zu kommen. Etwas wird dir zugetragen werden, okay, etwas wird auf einmal aufblühen, etwas wird dir auf einmal so sonnenklar sein. Die nächsten 24 Stunden werden eine Bereicherung werden, wenn du bereit bist, die Signale zu erkennen. Gerüche, Autokennzeichen, weiß es ich nicht, das Getuschel der Leute. Sei aufmerksam, sei konzentriert. Schritt für Schritt kommt in den nächsten 24 Stunden eine neue Klärung, eine neue Herausforderung auf dich zu. Zwilling, Waage, Wassermann beginnen den Tag morgen mit Elan, obwohl sie abgeschlagen sind. Im Laufe des Tages werden sich viele Dinge zu deinem Gunsten drehen, okay? Aber auch Krebs, Fische und Skorpion. Bei euch ist es in den nächsten 24 Stunden eine Reinigung emotionaler Natur, kommt in den Flow und das ist etwas Wunderschönes. Im Großen und Ganzen heißt es in den nächsten 24 Stunden, ja, genieße, aber sei auch ein bisschen achtsam, ja. Nimm dir nicht immer alles so zu Herzen, sondern versuche dich einfach mit dem Leben zu verbinden, feiere das Leben, okay. Die nächsten 24 Stunden möchten dir zeigen, dass Wonne, Wunder, Disziplin, Schicksal, Liebe, Sexualität, Groll, alles Mögliche, was du fühlst, real ist und alle Ereignisse in deinem Leben mit Freude akzeptiert werden sollen, auch wenn du manchmal abgefuckt bist, ja, auch wenn du manchmal grummelig bist,
gerade die ältere Generation. Lasst eure Energie freien Lauf. Versucht alles, so gut es geht, mit einem Lächeln zu sehen. Nehmt die Sachen wirklich an und denkt dran, das Leben ist eine Feier. Die nächsten 24 Stunden kann dein Leben eine Feier sein, aber auch nur dann, wenn du wirklich bereit bist, ja, dein Bewusstsein zu aktivieren. In eine höhere Bewusstseinsebene werden viele spirituelle Menschen kommen, okay? Aber hier geht es vor allen Dingen darum, die nächsten 24 Stunden heißt, feurig das Leben anzugehen und alles wirklich an den Nagel zu hängen, was dich triggert. Und was dir nicht mehr Gutes tut, okay? Ach, guck mal, ich habe meine Ringe gar nicht angezogen. Dann machen wir das mal schnell. Alleine ohne Ringe gibt's gar nicht, ne? So, ein paar Buchstaben heute. Buchstabe A, H, O, G, D, C und B. Passt die Buchstaben an, okay? Wenn nicht, lass sie ziehen. Die nächsten 24 Stunden werden mega prickelnd, herausfordernd, super spannend, aber auch unglaublich wichtig für dich als bewusster Mensch, aber auch für dein Unterbewusstsein. Also schaut mehr über euren Tellerrand hinaus, schaut mehr wirklich in die Realität und kooperiert mit euch und mit allem, was dazugehört. Ich wünsche euch alles Liebe und wir hören uns. Bye!